Höhere EM-Rente, ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, so kann es auch mal gehen. Nicht nur deutsche Sozialgerichte beschäftigen sich mit rentenrechtlichen Ansprüchen, ab und an auch einmal der Europäische Gerichtshof. Wir haben es hier in diesem Fall, den der Europäische Gerichtshof zu entscheiden hatte, mit einem Klageverfahren zu tun. Eine deutsche Staatsbürgerin wollte eine höhere Rente wegen voller Erwerbsminderung von der gesetzlichen Rentenversicherung erreichen. Die gesetzliche Rentenversicherung hatte ihr die Kindererziehungszeiten, die sie im europäischen Ausland zurückgelegt hat, nicht mit in die Rente hineinberechnet. Und zwar hat die Klägerin in der Zeit, also in einer bestimmten Zeit, in den Niederlanden gelebt und hat dort ihre Kinder geboren und auch erzogen, aber in den Niederlanden keine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt, sodass sie in unserem Nachbarland keine rentenrechtlichen Ansprüche hat und deshalb auch dort keine Einbeziehung der Kindererziehungszeiten oder der Erziehungszeiten nach niederländischem Recht erfolgen konnte. Sie ist dann nach der Geburt nach Deutschland gekommen und hat hier dann nach gewisser Zeit einen Anspruch auf die EM-Rente geltend gemacht und hat sie auch bewilligt bekommen, aber es fehlten ihr sozusagen die Kindererziehungszeiten. Und sie hat dann geklagt vor dem Sozialgericht und ist dann beim Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen gelandet. Und dieses Landessozialgericht hat dann einen Vorlagebeschluss gemacht und hat das höchste europäische Gericht gebeten, doch über die Frage zu entscheiden, ob die Erziehungszeiten, die die Klägerin in den Niederlanden zurückgelegt hat, in der deutschen Rente Berücksichtigung zu finden haben. Und das, meine Damen und Herren, hat der Europäische Gerichtshof im Februar diesen Jahres 2024 auch zugunsten der Klägerin entschieden. Das heißt also, und in bestimmten Fallkonstellationen ist es möglich, dass Erziehungszeiten, die in einem EU-Ausland zurückgelegt worden sind und auch nachweislich dann dort erfolgt sind, unter bestimmten Voraussetzungen in der gesetzlichen Rente in Deutschland zu berücksichtigen sind. Dies hatte zur Folge, dass die Klägerin Anspruch auf eine höhere Rente hatte, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, sie hat dann für die Kindererziehungszeiten und auch für die Berücksichtigungszeiten zusätzliche Entgeltpunkte bekommen. Und zum Zweiten, das wissen vielleicht viele noch gar nicht oder wissen vielleicht viele nicht, bewirken diese höheren Entgeltpunkte dann auch eine höhere Bewertung der Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten wegen der sogenannten Zurechnungszeit. Ja, meine Damen und Herren, so soll es gehen oder so kann es gehen. Ab und an entscheidet auch der Europäische Gerichtshof im Rahmen der sogenannten Freizügigkeitsregelungen des europäischen Marktes zugunsten von deutschen Rentnern. In diesem Falle hatte die Klägerin schlicht und ergreifend Glück und bekommt aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vom 22. Februar 2024 eine höhere EM-Rente. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Näheres dazu finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.